Noch eine Geschichte von James Krüss. Diese Geschichte heißt Der kleine Doppeldecker. Der Klipperstorch von Großenhain hat keinen Schnabel und kein Bein. Er ist ein kleiner, kecker, knallroter Doppeldecker. Vor langer Zeit flog er die Post von Großenhain nach Neustadt-Ost, doch heute liegt der Kleine im Schuppen an der Leine. Kein Kind im Städtchen ruft mehr, horch, da oben fliegt der Klipperstorch, es kennt ihn kaum noch einer der jungen Großenhainer. Das wurmt den Doppeldecker sehr. Er rollt im Schuppen hin und her und dann zerreißt der Kleine ganz kühn die Halteleine. Er sprengt die Tür und rollt hinaus und dreht im Glanz des Himmelblaus erst langsam und dann schneller den surrenden Propeller. Weil er so lange im Schuppen stand, vergaß er leider allerhand. Drum muss er, meine Lieben, das Fliegen wieder üben. Er dröhnt und knattert, knufft und pufft und plötzlich fliegt er in die Luft. Doch rammt er aus Versehen drei dicke alte Krähen. Zum Glück sind alte Krähen zäh, sie tun sich nur ein bisschen weh, sie keifen nur, du Fliegel, lern fliegen nach der Regel. Der Doppeldecker, halt, ich habe vergessen, euch das Bild zu zeigen. Der Doppeldecker surrt, pardon, dreht ab nach links und fliegt davon und kurvt nach den Gesetzen, um niemand zu verletzen. Voll Höflichkeit verbeugt er sich vor einem jungen Täuberich und von zwei munteren Meisen lässt er sich gern umkreisen. Dann steigt er höher, Stück um Stück, die Schar der Vögel bleibt zurück, ein Falke nur zieht leise in seiner Nähe Kreise. Er selber kurft mit viel Gebrumm dreimal um Großenhain herum, schwebt über Wald und Hügeln und wackelt mit den Flügeln. Als das die Großenhainer sehen, bleibt jedermann verwundert stehen. Ein alter Mann ruft, Brüder, der Klipperstorch kommt wieder. Sogar die Kinder rufen, horch, der Klipperstorch, der Klipperstorch. Und alle großen Hainer, die schreien, Bravo, Kleiner! Nun wiegt und biegt er sich wie toll, fliegt Kurven weich und wundervoll und schaukelt immer kecker, der rote Doppeldecker. Er dreht im freien Himmelsraum vor Wonne einen Purzelbaum und tummelt sich sehr munter kopfüber und kopfunter. Da kommt das Volk von Großenhain, ob alt, ob jung, ob groß, ob klein, sie rufen, lass dich bitte herab in unsere Mitte. Der Doppeldecker brummt, na schön, man sieht ihn noch zwei Runden drehen, dann geht der Kleine nieder und landet unten wieder. Im Takt des Motors, surr und brumm, tanzt man im Kreis um ihn herum. Und Bürgermeister Hektor macht ihn zum Postinspektor. Er wird zitronengelb bemalt, dass er wie Gold im Lichte strahlt und eine rote Taube malt man ihm auf die Haube.
Er fliegt nun wieder alle Post von Großenhain nach Neustadt Ost. Die Briefe und die Päckchen und Wechselgeld in Säckchen. Die Vögel kennt er allesamt. Er hat sie niemals mehr gerammt. Sogar mit alten Krähen pflegt er sich zu verstehen. Die Kinder rufen wieder, horch, da oben fliegt der Klipperstorch. Dann winken Ruth und Rainer und alle großen Hainer. Kommt ihr einmal nach Großenhain, dann grüßt den Klipperstorch recht fein. Er ist ein kleiner, kecker, knallgelber Doppeldecker.